Hallo und herzlich willkommen bei Sina in der Küche. Bei dem letzten Video mit der Zwiebelaussaat in eine Schnecke habe ich angekündigt, dass ich dieses Jahr wieder eine Zwiebel-Challenge machen möchte. Und das heutige Video ist die offizielle Einladung dazu. Also jeder, der Zwiebeln mag und die selbst auch züchten mag, ist dazu eingeladen, bei dieser Zwiebel-Challenge mitzumachen. Die Teilnahmebedingungen. Erstens, ihr züchtet natürlich die Zwiebeln selbst. Ich kann das zwar nicht kontrollieren, aber da muss ich euch vertrauen. Zweitens, es ist egal, welche Zwiebelsorte das ist. Es gibt auch interessante Sorten, wie zum Beispiel Sekelsi. Damit kann man richtig gut bei einer Zwiebel-Challenge mitmachen. Es ist noch nicht zu spät, diese Sorten auszusehen. Also Sekelsi oder Exhibition-Zwiebeln, die sind richtig groß. Und es ist egal, ob das gesteckte Zwiebeln sind, ausgesäte Zwiebeln sind oder auch die im Herbst gesteckt worden sind. Das ist auch egal. So, zweitens, ihr müsst, oder war das schon drittens? Nächstes. Ihr müsst dann natürlich ein Foto oder ein Kurzvideo zu mir schicken, wo man die Zwiebel sehen kann. Am besten auf einer Waage, wo man auch das Gewicht dann sehen kann, wie schwer die Zwiebel ist. Nächstes, ihr müsst natürlich auch damit einverstanden sein, dass ich euren Vornamen und das Foto veröffentlichen darf. Dann ist der Einsendeschluss der 31. August und mitmachen kann jeder, der hier in Europa wohnt. Zu gewinnen gibt es dann von mir 10 Tomatensorten, solche, also 5 aus den Vorjahren, zum Beispiel wie grüne Tomate, Grünberg, Leiterdei, Feuerwerktomate, eine Fleischtomate, die nicht nur so gut aussieht, sondern auch sehr, sehr lecker ist. Dann meine beste Sorte, Nonna Antonina. Mit dieser Tomatensorte, das ist auch eine Fleischtomate. Die schwerste Tomate von mir war über 700 Gramm schwer. Also mit so einer Tomate kann man auch an einer Tomaten-Challenge dran nehmen. Dann die beste Cocktailtomate der Welt, die Ruth. Sehr lecker. Und noch eine grüne Tomatensorte Xanadu. Die war auch sehr, sehr empfehlenswert, sehr lecker. Dann gibt es noch 5 andere Tomatensorten, die ich dann dieses Jahr anbauen werde. Bin selbst drauf gespannt, wie die Sorten sich entwickeln. Die Fotos davon kann ich euch leider natürlich noch nicht einblenden, aber ich werde die Tomaten immer wieder in meinen Tomatenvideos vorstellen. Die ersten 5 Plätze gewinnen jeweils ein Paket mit 10 Samensorten und mein Buch, das ich selbst geschrieben habe, Tomaten selbst anbauen. Tomatenanzucht vom Saatgut bis zur Ernte, Haupttrieb, Nebentrieb, Geiztrieb, was ist was? Und meine eigenen Zwiebeln. Ja, vor 2,5 Wochen habe ich die ausgesät. 3 Sorten sind richtig gut gekeimt, besonders die frischesten Samen. Das waren die roten aus Italien, die Gourmet-Zwiebeln. Die waren am 5. Tag schon gekeimt. Exhibition ist auch richtig gut gekeimt. Das sind halt diese. Und die Bodenseezwiebeln, die sind auch gut gekeimt. Und aber der Stuttgarter Riesen, diese Sorte, da ist kein einziges gekeimt. Da habe ich wohl nicht aufgepasst. Ich hatte noch Restbestand an Saatgut von Stuttgarter Riesen und ich habe gar nicht darauf geachtet, wann Verfallsdatum wäre. Meistens halte ich mich auch nicht an das Verfallsdatum, weil ich bis jetzt immer gute Erfahrungen damit hatte. Auch wenn das Saatgut schon ein bisschen älter war, war eigentlich immer gut gekeimt. Aber diesmal halt nicht.
Macht nichts. Ich werde heute oder morgen, je nachdem, wann ich dran komme, also ich werde diese Aussaatschnecken ein bisschen die Oberfläche hier runternehmen von der Erde und nochmal mit Stuttgarter Riesen nachsehen. Ich habe mir das Saatgut gestern gekauft. Ja, und dann, also es ist immer noch nicht zu spät, Zwiebeln auszusehen. Also ich hoffe, dass möglichst viele Leute an der Challenge dran teilnehmen, weil bei der letzten, ich glaube vorletztes Jahr habe ich das gemacht. Das hat ja richtig Spaß gemacht, die Fotos auszuwerten und die Gewinne zusammenzustellen. Je mehr mitmachen, desto interessanter ist das und desto schöner ist das. Also bitte macht mit. Ja, dann bin ich für heute fertig mit euch, Vasina. Ich wünsche euch alle noch einen schönen Tag oder schönen Abend und bis zum nächsten Mal.